Keine Zwangsquoten von Migranten. Ungarn ist immer noch maskenfrei. Wie ist ein Strand am Balaton? Und jetzt kann man sich ein Schloss in Seenähe kaufen. So ist es, diese Themen also heute in der jüngsten Ausgabe von Ungarnimo TV und damit herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch heute dabei sind an einem wirklich kühlen Tag, Ende August. Es ist fast so, als hätten wir schon den Oktober. Wir haben vielleicht heute Temperaturen von 20 oder 22 Grad, so etwa ungefähr in dieser Höhe. Und das ist wirklich recht wenig. Eigentlich müsste es heute noch ein richtiges Badewetter geben. Das ist vielleicht die wichtigste Information aus Ungarn. Und die zweitwichtigste ist, dass die ungarischen Grenzen immer noch geöffnet sind. Also wenn Sie es vorhaben, nach Ungarn zu reisen, können Sie das ohne weiteres tun. An der Grenze gibt es überhaupt keine Kontrollen, wenn Sie aus dem Schengen-Raum einreisen. Man braucht auch keinen Impfausweis und man braucht auch keinen negativen Test wie in vielen anderen Ländern in Europa. Also die Einreise ist frei und es herrscht immer noch die Maskenfreiheit in Ungarn. Und diese Informationen, die damit zusammenhängen, versuche ich Ihnen in den nächsten Minuten zu erzählen. Wir sind in der letzten Augustwoche. Das Wetter war diese Woche nicht besonders gut. Wir hatten Temperaturen bis zu 25 Grad. Das ist nicht besonders viel für Ende August. Es hat auch viel geregnet und das Wochenende soll so ähnlich ausschauen mit viel Regen. Die große Sommersaison 2021 ist also langsam zu Ende. Vieles wird sich daher auch hier am Balaton ändern, aber in ganz Ungarn wird vieles auch so bleiben, wie es bisher war. Zumindest in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, soweit man in die Zeit überhaupt hineinschauen kann. Diese maskenfreie Zeit hat natürlich maßgebend dazu beigetragen, dass die Stimmung in Ungarn den ganzen Sommer über gut war und immer noch gut ist. Denn wenn wir uns jetzt ganz genau überlegen, hat sich eigentlich noch nichts geändert, auch wenn man damit später rechnen muss. In Ungarn ist alles noch frei. In Ungarn kann man seit etwa 2 Monaten maskenfrei einkaufen. Das ist immer noch so, auch jetzt Ende August. Und wir hoffen, dass es noch lange dabei bleiben wird. Und dass man maskenfrei einkaufen kann, geht natürlich nicht nur in den großen Supermärkten, sondern auch in den kleinen Geschäften überall, egal welche Art Geschäft das ist, wo wir gerade rein möchten. Die Generalfrage der Covid-Zeit war auch immer, haben die Restaurants überhaupt auf? Und wenn ja, wie kann ich dort rein? Und es gibt in Ungarn im Moment auch keine Beschränkungen, wenn man ins Restaurant gehen möchte. Alle Räume in den Restaurants und in den Cafés können frei besucht werden. Man braucht keine Maske und auch kein Testergebnis, damit man reingelassen wird. Also Restaurants und Cafés sind im Moment Ende August in Ungarn absolut frei. Und das ist ganz gut so, wie Sie das auch auf diesen Bildern sehen können. Diese ganz normalen Straßenszenen mit den geöffneten Restaurants und Geschäften haben dazu beigetragen, dass man wieder Normalität in Ungarn erlebt. Konnte. Auch die Ämter sind maskenfrei, also wenn man etwas zu erledigen hat, kann man hier auch alles ohne Maske erledigen. Und das gilt natürlich auch etwa für die Apotheken. Wenn man ein Arzneimittel besorgen muss, kann man das auch ohne Maske tun. Und wie diese Bilder es belegen, kann man auch ohne Maske in die Postämter gehen, die ebenfalls so maskenfrei funktionieren wie die Geldinstitute, wie die Banken und zwar alle, egal wo man hin muss. Ab dem 1. September wird es auch hier am Gymnasium von Kester hinter mir einen Präsenzunterricht geben. Eine Maskenpflicht wird es weder für die Schüler noch für die Lehrer geben. Und das gilt natürlich auch für alle anderen Schulen und für alle anderen Kindergärten im Land. Die meisten von Ihnen sind davon wahrscheinlich nicht betroffen, aber auch die öffentlichen Verkehrsmittel können in Ungarn ohne Test, ohne Impfausweis und ohne Maske in Anspruch genommen werden. Wir hören, lesen und sehen die Nachrichten aus den anderen europäischen Ländern natürlich auch und wir wissen, wie die Situation dort aussieht, dass die Covid-Zahlen jetzt in die Höhe schießen, dass verschiedene Maßnahmen eingeführt werden in den verschiedensten Ländern. Wie weit das in Ungarn noch so weitergehen wird, das wissen wir in diesem Moment natürlich nicht. Aber es war schon ein gutes Zeichen, dass Kanzleiminister Gulyás Gergely gesagt hat, dass man das Land auf jeden Fall nicht noch einmal sperren möchte. Und auf der anderen Seite hört man auch von vielen landesweit bekannten Universitätsprofessoren, die sagen, dass die allgemeine Maskenpflicht nicht sehr viel bringen würde. Ob es nicht doch dazu kommen wird, das wissen wir natürlich heute noch nicht, aber schön wäre es auf jeden Fall.
Wir werden sehen, was in den nächsten Wochen passiert. Auf jeden Fall gibt es in Ungarn immer noch die Freiheit, die wir in den letzten Monaten erlebt haben. Man kann alles ohne Maske, ohne Test und ohne Impfausweis machen. Vielleicht ist das jetzt schon eine einmalige Möglichkeit in ganz Europa. Wir wollen hoffen, dass es dabei bleibt. Und wenn nicht, dann wollen wir hoffen, dass es nur ganz kleine Änderungen geben wird in den nächsten Wochen, wenn überhaupt. Die Maskenfreiheit ist also in Ungarn immer noch gegeben. Wir können wirklich kein freies Leben führen, als gäbe es Corona überhaupt noch nicht. Aber die Zahlen sind in den letzten Tagen auch in Ungarn gestiegen. 180 Fälle hat man am Freitag gemeldet. Das ist noch überhaupt nicht viel. Wir werden sehen, was in der nächsten Woche passiert. Und danach werde ich Ihnen auch darüber berichten. Alles andere, was in der vergangenen Woche in Ungarn wichtig war, erzähle ich Ihnen in den nächsten Minuten. Mehr als 4,7 Millionen Menschen hätten im Juni in Ungarn einen festen Arbeitsplatz gehabt. 72.000 Personen mehr als im Vergleichszeitraum 2020, gab der zuständige Staatssekretär Sándor Budó bekannt. Selbst im Vergleich zum Vormonat hätten 9.000 Personen mehr gearbeitet, so Budó. Außenwirtschafts- und Außenminister Péter Szijjártó sagte dazu auf einer Konferenz in Tihany, dass zu diesem Ergebnis maßgeblich der 15% betragende einheitliche Einkommenssteuersatz und die nur 9% betragende Körperschaftssteuer beigetragen hätten. Die ungarische Wirtschaft sei eine der dynamischsten in ganz Europa, so der Minister. Insgesamt 540 Personen habe die ungarische Armee aus Afghanistan ausgeflogen und damit sei die Rettungsaktion erfolgreich abgeschlossen, gaben Verteidigungsminister Tibor Benkö und Armeechef Romulus Rosinsendi am Donnerstag bekannt. Ausgeflogen wurden ungarische, österreichische, amerikanische und afghanische Staatsbürger. Die 14 Flüge seien ohne Zwischenfall verlaufen, hieß es auf der Pressekonferenz. Die ungarisch-russischen Beziehungen seien trotz der westlichen Sanktionen so gut wie nie zuvor, sagte Außenwirtschafts- und Außenminister Péter Szijjártó nach einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lavrov am Dienstag in Budapest. Die beiden Außenminister gaben auch bekannt, dass Ungarn ab 2022 den russischen Corona-Impfstoff Sputnik in der neuen Vakzinenfabrik in Debrecen herstellen wird und ebenfalls im kommenden Jahr wird der neue bilaterale Vertrag über die russischen Gaslieferungen in den nächsten 15 Jahren unterzeichnet. Ungarn sei angesichts der Lage in Afghanistan auf eine erneute Welle der illegalen Migration vorbereitet. Der Grenzzaun entlang der serbischen Grenze werde noch weiter verstärkt, sagte am Dienstag Außenwirtschafts- und Außenminister Péter Szijjártó. Der Minister bestätigte, dass Ungarn an keiner Quotenlösung teilnehmen und außer einer ganz kleinen Gruppe von Personen, die mit der ungarischen Mission in Verbindung standen, keine Migranten aus Afghanistan aufnehmen werde. Szijjártó wies auch darauf hin, dass die EU nun den Bau von Grenzzäunen unterstütze, wie etwa in Litauen und in Polen, wobei die gleiche EU 2015 die ungarische Regierung für den Grenzzaun permanent und scharf kritisierte. Der polnische Vizeverteidigungsminister Mariusz Blaszczak gab übrigens am Montag bekannt, dass Polen den Grenzzaun an der weißrussischen Grenze nach dem ungarischen Muster errichten werde, um das Einsickern von illegalen Migranten zu verhindern. Die Waldeisenbahn bei Királyrét am Donaukni wurde in ihrer vollen Länge erneuert. Die Fahrt führt nun 10 Kilometer lang durch die Wälder am Nordufer der Donau. Die neuen Gleise bieten einen bisher nie dagewesenen Fahrkomfort. Die Erneuerungsarbeiten haben rund 2 Milliarden Forint gekostet. Die Waldeisenbahn von Királyrét erwartet jeden Tag die interessierten Fahrgäste. Monatskarten für öffentliche Verkehrsmittel in Budapest haben zwei Männer aus dem Vorort Pomaz im Wert von mehreren 10 Millionen Forint gefälscht. Dazu haben sie billige Fahrkarten gekauft, die Tinte ausgewaschen und das Papier neu bedruckt. Die Fälscher haben sogar eine Geld-zurück-Garantie gegeben, sollte der Käufer mit den falschen Monatskarten erwischt werden. Wie die Polizei mitteilte, sind die Fälschungen kaum vom Original zu unterscheiden. Die zwei Männer wurden inzwischen festgenommen.
Viele ungarische Autofahrer benahmen sich undiszipliniert und regelwidrig, als sie bei den Staus auf den Autobahnen am Festwochenende am und nach dem 20. August mit ihrem Auto wendeten, rückwärts fuhren oder über die durchgezogene Linie gefahren sind, um eine Ausfahrt zu erreichen. Die Bilder wurden von der Autobahngesellschaft aufgezeichnet. Die Polizei gab noch keine Stellungnahme ab, ob die betroffenen Fahrer aufgrund der Bilder bestraft werden oder eben nicht. Und wir können nur hoffen, dass diese Szenen auf den ungarischen Autobahnen einmalig gewesen sind und dass sie sich nicht immer wieder wiederholen werden. Das würde niemandem gut tun. Ich denke, darüber denken wir alle gleich. Und wir würden sowas nie im Leben machen, das ist ganz klar. Aber wir alle gehen sehr gerne mal auf den Strand. Und wenn man am Balaton ist, dann geht man auch auf einen Balatonstrand. Viele von Ihnen, die schon hier in Ungarn waren und im Balaton gebadet sind, sie wissen, wie es ist, wenn man hier in Ungarn baden geht. Aber es gibt auch viele, die noch nie in Ungarn waren und nie im Balaton gebadet haben. Nun, Ihnen allen versuchen wir in den nächsten Minuten mit Judith zu zeigen, was auf einen zukommt, wenn er zu einem Strand am Balaton geht. Zu einem Strandtag am Balaton und zu einem Balatonstrand gehört auch ein kostenfreier Parkplatz, wie dieser hier in Jenesdiás auch einer ist. Und hier sind wir mit Judith schon unterwegs zum Haupteingang, den wir unter diesen milden Wasserstrahlen erreichen. Bei uns in der Familie ist es so wie bei allen anderen wahrscheinlich. Judith ist die Finanzministerin und deshalb ist es auch ihre Aufgabe, die Tickets zu lösen. Und ich halte ja sowieso die Kamera in den Händen. Ein Ticket zu lösen geht ganz schnell, auch dann, wenn die Schlange lang ist, wenn viele auf einmal da sind. Man hat immer nur ganz kurze Wartezeiten. Diese jungen Leute lassen uns dann durch. Das ist auch eine gute Übung für sie, um zu sehen, wie es ist, wenn man einen Job hat, wie es ist, wenn man ins Arbeitsleben kommt. Das sind die ersten Eindrücke. Und wir werden hier ganz akkurat durchgelassen. Ein Ticket wird nach dem anderen geprüft. Aber mit wenigen Schritten haben wir dann auch schon das Strandgelände, das eigentliche Strandgelände erreicht, vorbei an diesem Verkaufsstand. Und jetzt kommt die große Aufgabe auf uns zu, die alle haben, die auf einen Strand gehen. Wir müssen uns nämlich einen guten Platz aussuchen und da gehen wir immer so vor wie die meisten Ungarn. Wir möchten einen Schattenplatz haben, aber in Wassernähe, als würden die 20, 30 oder 50 Meter etwas ausmachen, wenn man etwas weiter weg vom Wasser einen Platz finden würde. Wir gehen also weiter und Sie sehen auf diesen Bildern auch, dass man hier wirklich die Möglichkeit hat, einen sehr schönen Platz sich auszusuchen, einen sehr schönen Platz zu finden. Das ganze Gelände, die ganze Liegewiese hier auf dem Strand in Jenesdiás ist sehr schön gemacht, ist auch sehr kultiviert und gepflegt. Da ist es keine schwere Aufgabe, etwas Gutes zu finden. Und wenn man sich irgendwo im Schatten in Wassernähe niedergelassen hat, dann geht es auch rein in das Wasser und damit kann der eigentliche Badetag beginnen. Eine Wassertemperatur von 25 Grad ist bei uns so die Entscheidungsgrenze. Darunter gehen wir ganz, ganz selten ins Wasser. Dann lieber in ein Thermalbad, sage ich ganz leise. Aber an diesem Tag hatten wir einen wunderbaren Sonnenschein und Wassertemperaturen von weit über 25 Grad. So hat also das Baden auch uns Spaß gemacht. Wenn Sie schon mal in Ungarn waren, dann können Sie sich gut vorstellen, wie dieser Balatonstrand in Jenesdiás ist. Aber wenn Sie noch nicht in Ungarn waren, dann sind diese Bilder vielleicht die ersten Eindrücke, wie es am Balaton ausschaut, wenn man wirklich auf den Strand und wenn man wirklich ins Wasser geht. Es gab eine ganze Menge von Badegästen, wie übrigens im ganzen Sommer. Es war touristisch gesehen ein ganz starker Sommer für den Balaton und für alle anderen touristischen Orte in Ungarn. Alle Altersklassen können hier einen schönen Badetag verbringen. Das Wasser ist anfangs ganz seicht, so dass auch kleine Kinder reingehen können. Wir müssen aber nach einer Zeit wieder raus und da kann man entweder auf seinen eigenen Platz gehen, wenn man nicht andere Möglichkeiten nutzen kann, aber die gibt es auch. Man kann zum Beispiel verschiedene Boote ausleihen, auch Paddelboote, mit denen man dann auf dem Wasser paddeln und ein bisschen herumfahren kann. Es gibt auch Sandplätze für die Ballsportarten. Man kann aber auch ein bisschen herumhopsen oder Billard spielen. Es gibt auch eine große Rutsche,
die macht sicherlich Spaß für Groß und Klein, wenn man sowas mag. Hier gibt es auch keinen Spielplatz für die ganz Kleinen, sehr schön ausgebaut, hier auf dem Strand von Jenesdiasch. Und das ist für manche vielleicht wichtiger als das Baden selbst. Und hier gibt es auch immer Animationen auf dem Strand. Das ist auch immer ein guter Zeitvertreib. Und hier ist die Sandbucht, würde ich fast sagen, für die kleinen Kinder. Sehr schön ausgebaut. Hier können auch die Kleinsten herumpanschen. Das ganze Strandgelände ist also wirklich sehr schön gepflegt und kultiviert hier in Jenesdiasch. So auch die Toiletten und auch die Umkleidekabinen, die man überall findet. Aber die Hauptattraktion für alle Ungarn sind auf dem Strand die verschiedenen Gaststätten und Imbissstuden. Ohne diese ist ein Strandbesuch für die Ungarn absolut unvorstellbar. Egal wie lange man bleibt, aber etwas zu trinken, etwas zu essen, das gehört ganz einfach dazu. Diese ganzen Bilder, die Sie jetzt sehen, zeigen nur ein ganz kleines Stück von dieser Fressmeile auf dem Strand in Jenesdiasch. Aber überall sonst auf dem Strandgelände gibt es auch noch andere kleine, naja, sagen wir mal Strandbars oder kleine Imbissstuben, wo man noch etwas essen kann. Das ist wirklich eine Sache, ohne die man sich einen Strandbesuch in Ungarn und vor allem am Balaton gar nicht vorstellen kann. Aber das ist im ganzen Land so. Natürlich sind das keine kulinarischen Höhepunkte im Leben, aber es ist alles schön, es ist Sommer, es ist warm, man fühlt sich gut und dann geht man halt gerne rein, um etwas zu essen. Auch wenn man nachher immer sagt, naja, so gut hat es gar nicht geschmeckt. Man kann stolpern bei der Auswahl der Gaststätte, aber meistens ist das doch ein schönes Erlebnis und zwar für alle Generationen, wie man das auch hier sehen kann. Man kann also hier am Balaton nicht nur schöne Erfahrungen sammeln, sondern auch einige zusätzliche Pfunde, wenn man nicht aufpasst. Es war ein schöner Badetag, der Strand war wirklich sehr, sehr gut besucht, als wir da waren, aber auch an diesem Tag kam der Abend und so leert sich dann die ganze große Liegewiese. Die meisten gehen nach Hause und das haben wir auch getan. Aber zu diesem Zeitpunkt um 19 Uhr kommen die ganz Cleveren, denn nach 19 Uhr kann man den Strand ganz kostenlos besuchen und sie werden, diese jungen Leute, dort auch eine schöne Zeit verbringen. Genauso wie wir, die wir dafür bezahlt haben. Aber das ist alles ganz gut so. Am Balaton gibt es natürlich nicht nur Bezahlstrände, sondern auch Freistrände. Etwa 50 an der Zahl am ganzen Balatonufer entlang. Dort kann man genauso gut baden gehen wie auf den Bezahlstränden. Nur die Infrastruktur ist nicht ganz so gut ausgebaut. Aber wie gesagt, die reichen auch, wenn man keine Eintrittskarten bezahlen möchte. Sehr schön ausgebaut ist dafür jenes Gebäude, das ich Ihnen in den nächsten Minuten vorstellen werde. Am Balatonufer gibt es jetzt nämlich ein Schloss zu verkaufen, und zwar eines aus dem 17. Jahrhundert. Es ist sehr, sehr schön ausgebaut und verkauft wird dieses Schloss mit dem ganzen Inventar, mit allen Einrichtungsgegenständen. Wenn Sie etwas Schönes sehen möchten und vor allem, wenn Sie auch etwas Schönes kaufen möchten, dann lohnt es sich, sich diese kommenden gut 10 Minuten anzuschauen, denn es ist ein wunderbares Gebäude. Ein Schloss am Balaton zu einem sehr guten Preis. Hier ist die Auffahrt zum Schlossgebäude. Es ist eine wirklich schöne und großzügige Auffahrt. Wir werden jetzt auch einige Schritte unternehmen, um uns das Gebäude aus nächster Nähe anzuschauen. Es ist wirklich sehr schön renoviert, restauriert worden in den letzten Jahren und auch in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, mit einem schönen Gelände vor dem Gebäude. Es ist ja ein ganz großer Park, der zu diesem Schloss gehört, in der Größe von 5 Hektar, also das ist schon ein stattliches Stück Land. Hier sehen wir die andere Seite des Schlosses, auch hier schön gepflegt mit den geöffneten Fenstern. Und hier unternehmen wir auch einige Schritte vorbei an dem Gebäude. Hier sehen wir auch, wie schön alles in Ordnung ist. Die Fenster gefallen mir persönlich auch ganz besonders gut. Es ist schon ein stattliches Gebäude, genauso schön wahrscheinlich wie in den Zeiten, als dieses Gebäude entstand. Hier laufen wir schon auf der anderen Seite einige Schritte Richtung Terrasse.
Man sieht auch hier sehr viele Zierpflanzen und man sieht vor allem, dass alles in guten Händen ist, absolut schön gepflegt, auch mit einem kleinen Zierteich hier. Der macht sich auch ganz gut hier vor dem Gebäude, vor diesen Terrassen und hier unter diesen Sonnenschirmen kann man wirklich sehr, sehr viele Leute unterbringen. Es gibt ja auch 3 Ferienhäuser auf dem Gelände und da hat man manchmal auch eine größere Gesellschaft. Der Park ist wirklich wunderschön und wie gesagt, 5 Hektar groß, das ist überhaupt nicht wenig, aber jeder Quadratmeter ist sehr schön gepflegt und da gibt es auch Bäume, die eine absolute Rarität sind. Die sind schon einige hundert Jahre alt, wie man das auch hier sehen kann. Diese Ulme ist 250 Jahre alt und wie ich das vorhin erwähnt habe, ist das absolut keine Rarität. In diesem Park ähnliche Bäume findet man, wenn auch nicht überall, aber doch sehr viele. Und auch solche stille Ecken, wo man sich mit Freunden oder wo man sich mit einer Gesellschaft raussetzen kann. Das ist hier schon eins der Ferienhäuser, eigentlich ein Ziegelgebäude. Und nur wenige Meter entfernt gibt es auch 2 Holzhäuser, in denen Feriengäste oder Gäste oder Freunde, Verwandte untergebracht werden können. Durch diese überdachte Terrasse gehen wir dann auch rein in das Schlossgebäude, ins Untergeschoss. Das ist also der andere Eingang. Hier kommt man also rein und gleich befinden wir uns auch schon drinnen im Schloss, wenn wir durch diese Tür gekommen sind. Hier ist also ein Flur, ziemlich lang, ich schätze weit über 20 Meter lang. Und da gibt es auch verschiedene Räumlichkeiten, vor allem hier auf der linken Seite. Und diese Treppe, die führt nach oben. Gleich werden wir natürlich auch nach oben gehen, aber jetzt gehen wir bis zum Ende des Flurs mit dem Hirschgeweih an der Wand, genauso wie in den historischen Filmen, die wir sicherlich alle schon gesehen haben. Hier kommen wir durch eine Tür in einen Gesellschaftsraum, sehr schön und sehr geschmacksvoll, stilecht eingerichtet, wie Sie sich davon jetzt auch selbst überzeugen können, aber trotzdem mit viel Licht. Weiß und Rot sind die bestimmenden Farben hier im Untergeschoss und hinter dem Gesellschaftsraum befindet sich noch einer, der im Moment als Schlafzimmer eingerichtet ist. Hier ist das Bett und die stilechten Schränke und auch ein Kachelofen, die sind nämlich sehr wichtig, die Kachelöfen in diesem Schloss. Und weil es so schön ist, gehen wir einmal auch aus dieser Richtung durch. Hier ist auch ein funktionierender Kachelofen. Übrigens werden alle Räume in diesem Schloss mit Kachelöfen und mit Holz befeuert, beheizt. Hier auch 2 schöne Lampen aus früheren Jahrhunderten. Und wie Sie sehen, gibt es hier wieder Bilder vom Flur und vom Hirschgeweih. Und jetzt gehen wir drunter durch, rein in diesen Raum. Das ist auch ein Raum, ein Zimmer, aber vor allem auch ein kleines Museum. Denn hier sind die Kachelöfen ausgestellt, in diesem Raum und in dem Raum nebenan und überall noch vereinzelt im Schloss. Es sind über 60 historische Kachelöfen, die man hier besichtigen kann. Das Schloss funktioniert im Moment auch als Privatmuseum. Alle Kachelöfen sind auch beschriftet mit einem kleinen Schild, von denen man ablesen kann, woher sie und aus welchem Jahr sie stammen. Das älteste Schild, besser gesagt, der älteste Kachelofen stammt aus dem 17. Jahrhundert. Und hier schon die Küche, ebenfalls im Untergeschoss. So wurden diese Räume im 18. Jahrhundert nach 1770, als das Schloss erbaut wurde, eingerichtet. Es gibt auch ein größeres Bad auf dieser Ebene, in dem man sich baden oder duschen kann. Und hier sind wir schon auf der Treppe, denn hier geht es nach oben. Es ist eine schöne, breite Treppe, also da kann man wirklich ganz bequem die Treppen hochsteigen. Die sind auch nicht so hoch, also man hat damals noch auf die Bequemlichkeit auch geachtet. Jetzt sind wir schon oben im Flur. Es geht weiter zunächst nach vorne und dann hier rechts. Da gibt es auch eine ganze Menge von Räumlichkeiten, aber wir werden jetzt zunächst hier links reingehen in den Salon. Ich denke, das ist der vielleicht schönste Raum, die schönste Räumlichkeit im Schloss. Sehr schön eingerichtet.
Die Möbel stammen teilweise aus Ungarn, teilweise aus Deutschland. Und hier ein Kachelofen, der ist eigentlich eine Rarität. Der stammt aus Meißen und einen ähnlichen gibt es nur im Buckingham Palace in England. Sehr schön eingerichtet und man hat auch an alle Details gedacht, wie wir das hier auch sehen können. Und hinter dem Salon befindet sich noch ein großer Raum. Vielleicht wurde dieser Raum in späteren Zeiten dann auch als Zigarrenraum, als Raucherraum benutzt. Das weiß ich nicht, aber ich könnte es mir das ganz gut vorstellen. Auch sehr schön eingerichtet mit Möbeln, die wirklich hierher gehören. So muss es ausschauen. Und auf der anderen Seite noch eine Tür und noch ein Raum. Den könnte man als Schlafzimmer benutzen. Es ist ja kein Zufall, dass hier ein Doppelbett steht. Und weil es so schön ist, gehen wir auch hier noch einmal durch, aus dem Zigarrenzimmer rein in den Salon. Auch hier ein funktionierender Kachelofen. Der Salon ist wirklich sehr schön eingerichtet. Also mir hat es sehr gut gefallen, als ich hier diese Filmaufnahmen gemacht habe. Gleich werden wir aber auch wieder raus. Und hier uns gegenüber noch einmal der Kachelofen, den ich vorhin erwähnt habe. Hier werden wir aber auch gleich wieder rausgehen. Das tun wir jetzt gerade. Wir gehen durch die Tür wieder raus, durch die wir auch reingekommen sind. Und wir gehen jetzt bis zum Ende des Flurs, denn da gibt es auch noch drei Räumlichkeiten. Dieses Zimmer hier ist eigentlich ein Durchgangszimmer, kann aber ohne weiteres als Schlafzimmer benutzt werden. Zwei Türen gibt es, rechts und links. Hier auf der rechten Seite gibt es einen weiteren großen Raum mit zwei hellen Fenstern, die viel Licht reinlassen in den Raum. Dieses Zimmer könnte man auch als Schlafzimmer benutzen. Hier in der Mitte könnte vielleicht ein kleines Wohnzimmer eingerichtet werden. Und auf der anderen Seite haben wir noch ein großes Zimmer, das auch im Moment als Schlafzimmer eingerichtet ist. Auch hier mit zwei großen Fenstern, die viel Licht in das Zimmer reinlassen. Wir gehen aber weiter und hier möchte ich Ihnen noch zeigen, dass all diese Bodenbelage aus dem 18. Jahrhundert stammen, also aus der Bauzeit des Schlosses. Seitdem wurde hier nichts ausgetauscht. Eine gute Arbeit also. Und hier noch einige Aufnahmen von den Kachelöfen, die aus den verschiedenen Jahrzehnten und Jahrhunderten stammen, aus dem 19. und aus dem 18. Jahrhundert. Alles sehr schön verziert, sehr schön gemacht. Sie können sich sicherlich noch an die Terrasse erinnern. Hier sind wir unten reingekommen. Und hier nebenan gibt es auch eine Tür. Da kommen wir in den großen und geräumigen Keller. Selbst bei der größten Sommerhitze ist es hier unten angenehm kühl. Der Raum ist auch groß genug, um hier verschiedene Veranstaltungen durchzuführen. Hier kann man Partys feiern oder Gäste bewirten oder eben auch eine kleinere Besuchergruppe. So 20, 30, 40 Leute könnten hier vielleicht Platz finden. Der Keller ist sehr trocken und er ist auch sehr schön eingerichtet, also da muss man nicht viel machen. Besser gesagt, gar nichts, wie er dasteht, kann man den Keller benutzen. Ein schönes Parkgelände, also wirklich schön gepflegt mit alten Bäumen, die teilweise schon 200, 300, 400 Jahre alt sind. Also wer sich ein Schloss für 1 Million Euro kaufen möchte, ist hier bei diesem Schloss auf dem richtigen Platze. Und mit diesem schönen Schloss am Balaton sind wir auch am Ende der jüngsten Ausgabe von Ungarn Immo TV. Schön, dass Sie auch heute dabei waren. Wir wünschen Ihnen mit Judith ein weiterhin schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Von uns tschüss, bis zum nächsten Mal.